Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Hells Angels, die gegen ihre Brüder aussagen, mit dem Leben bedroht werden. Also ich gehe davon aus, dass nach den Regeln der Hells, die weltweit gelten, der Mann in Lebensgefahr ist. Dieser Kronzeuge ist heute bei uns, nach 7 Jahren in Haft im Zeugenschutzprogramm, verurteilt wegen Mordes. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Zum ersten Mal haben wir einen echten Delinquenten hier bei uns im Verhör. Er hat seine Strafe abgesessen, Kasra Zagaran. Herzlich willkommen. Sie sind ehemaliges Mitglied der Hells Angels. Schön, dass Sie doch noch einer Vorladung gefolgt sind. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so schön, oder? Danke für die Einladung. Ja, anderer Kontext diesmal. Anderer Kontext. Ja. Aber ohne meine Kollegen wären Sie niemals hier gelandet. Thomas Heise und Klaas Meyerheuer, ihr recherchiert seit über 15 Jahren zum Thema Rocker. Und ihr kennt euch schon ein bisschen, ne? Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Na, wir kennen Kasra natürlich aus einem berühmten Mordprozess, wo er angeklagt war. Damals war er uns wahrscheinlich noch nicht so richtig wohlgesonnen. Und nach Ende des Prozesses habe ich dann mal Kontakt aufgenommen, oder wir haben Kontakt aufgenommen, haben uns mit ihm getroffen, mehrmals getroffen, haben viele Gespräche miteinander geführt, ob wir irgendwann mal zusammen einen Film machen wollen und ein Projekt zusammen machen wollen. Weil uns das natürlich immer interessiert hat, was gibt es da für Hintergründe bei dem, was er da erlebt hat. Am Anfang waren wir noch per Sie und distanziert, aber mittlerweile sind wir per Du nicht mehr ganz so distanziert, weil wenn man viel über das Leben des anderen erfährt, stellt sich automatisch natürlich so eine Nähe ein, wo man dann nicht mehr Sie sagen kann. So, deswegen. Wir haben uns aber auch schon vorher mal kennengelernt, in Anführungsstrichen kennengelernt, als Kasra noch sozusagen auf der bösen Seite des Lebens war. Das war 2012, da sind die Berliner Hells Angels, also die West-Berliner Hells Angels, um den damaligen Präsidenten Kadir Padir verboten worden. Da gab es eine große Razzia in Reinickendorf und da ist er dann auch aufgetaucht. Wir waren mit 2 Kamerateams da und auf einmal tauchte Kasra auf und war noch richtig im Aggressionsmodus, war noch einer der jungen Wilden damals und hat uns auch direkt erstmal beschimpft und auch auf die Kamera getreten. Ich weiß gar nicht, weißt du das noch? Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich hatte so viel Geschehnisse und Ereignisse. Wir gucken uns das einfach mal zusammen an, diese Szene, weil das wirklich interessant ist. Pisst euch mal. Wie zu, dass ihr abgehen könnt. Halt die Fresse, verzieht euch. Sie haben dann mit der Polizei nicht. Wir haben mit der Kamera gefunden. Sie haben da ein Problem. Thomas sagt, Sie haben doch ein Problem. Was war denn das für ein Problem? Anscheinend Thomas. Ja, also, ja, das war halt eine andere Zeit. Damals war, ich glaube, das Verbot war da gerade vollstreckt worden. Also wir wurden verboten, Berlin City damals. Und Stimmung war sowieso angespannt. Und da Hells kam, Angels Berlin richtig, City, genau, das ist sozusagen der Verein gewesen. Der Verein gewesen, der da zu der Zeit verboten wurde. Ich glaube, das war an dem Tag oder in der Nacht. Und dementsprechend war die Laune sowieso im Keller und dann kamen die beiden hier noch mit ihrer Kamera und haben draufgehalten und dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr, beziehungsweise ich, und dann habe ich dann einfach mal so ein bisschen durchgegriffen. Man muss zu der Szene noch dazu erzählen, die geht eigentlich ein bisschen länger und ein bisschen weiter, also das Rohmaterial natürlich von dieser Szene, weil dann kommen irgendwie LKA-Beamte irgendwie zu uns und sagen, hör mal, wollt ihr Anzeige erstatten? Weil er die Kamera getroffen hatte und so, die waren sozusagen ja für jede Anzeige dankbar, die man sozusagen erstattet. Und dann habe ich mich noch gehört, sozusagen im Rohmaterial, wie ich zu denen sage, nee, das klären wir Sonntag. Also Sonntag war sozusagen der nächste Ausstrahlungstermin des Magazins. Und ich glaube, wir haben das aber nie ausgestrahlt. Nee, ich habe es, glaube ich, nie gesehen, oder? Wie ist das, sich so zu sehen? Also man geht auf ein Kamerateam und tritt, war das ein Low-Kick? War das tatsächlich ein bisschen? Ich weiß nicht, ich habe das nur ganz kurz gesehen. Ich war halt ein Tritt, nicht schön, ne? Würde ich heute so nicht mehr machen. Warum nicht? Ja, weil es sich nicht gehört. Mhm. Das ist Journalismus, ihr beide habt eure Arbeit gemacht, die haben ja nichts getan persönlich, die haben mich nicht beleidigt, die haben ja lediglich ein paar Fragen gestellt, glaube ich, im Vorfeld. Und eigentlich gab es ja gar keinen Grund, sich so zu verhalten, aber damals war das noch anders, meine Sichtweise anders differenziert als heute, würde ich auf jeden Fall heute so nicht mehr tun, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung für den Tritt. Die sind auch einiges gewöhnt. Also ja, das glaube ich, die beiden sind...
Ich glaube, ich weiß auch jetzt, warum wir die Szene nicht ausgestrahlt haben. Weil Kasra, muss man ganz ehrlich sagen, war uns damals noch relativ unbekannt. Kasra war relativ neu so damals bei den Hells Angels 2012. Ich glaube, da warst du noch nicht so lange dabei. Und wir kannten natürlich vor allen Dingen Kadir Padia, den Präsidenten und ein paar Leute um Kadir Padia. Kasra gehörte noch zu den Neulingen und der war uns noch nicht so bekannt. Das wird sich noch ändern. Also wir haben ihn dann noch sehr, sehr gut kennengelernt. Thomas hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Kasra wird noch eine sehr führende Rolle spielen. Aber damals kannten wir ihn noch nicht so richtig. Kasra Zageran war Mitglied des Hells Angels Motorcycle Club. Der Rockerverein unterhält in 38 Ländern sogenannte Charter. Es ist ein reiner Männerclub. Frauen sind nicht zugelassen. Die Mitglieder bewegen sich vorzugsweise auf Harley-Davidson-Motorrädern und tragen Lederwesten, ihre Kutten. Die Clubs sind organisiert wie Kaninchenzüchtervereine mit Kassenwart und Satzung. Doch es gibt auch einen Sergeant at Arms, der für die Bewaffnung zuständig ist. Die Angels sind weltweit wegen Gewalt und Drogendelikten, Schutzgelderpressung und Mord seit Jahrzehnten in den Schlagzeilen. Auch Kasras Charter, die Hells Angels Berlin City, war mit dem Gesetz so stark kollidiert, dass es verboten wurde. Besonders auffällig sein Präsident Kadir Padir. Kasra Zageran hatte sich vor ihm beweisen müssen, bevor er im Club aufgenommen wurde, sich hochdienen müssen. Die Aufnahme als Mitglied, in der Vereinssprache Englisch Member, ist wie beim Militär streng reguliert. Was muss man dafür tun, um Member zu werden? Viele sagen ja Full Member, aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Ja, ne? Member ist eigentlich, ja. Member ist Member. Genau, Member ist Member, ja. Es gibt keinen Halben, es gibt nur Member oder Prospekt, das ist halt ein Anwärter. Genau. Das hat sich, das muss Sympathie, es muss passen. Du musst so die Einstellung teilen, du musst ein stabiler Kerl sein, du musst dich gerade machen können, du musst eine gewisse Ausstrahlung haben, eine gewisse Optik, Präsenz. Das ist so ein Cocktail aus allem. Und wenn es passt, dann sagt man, komm, wir führen ihn ein. Und wenn es dann noch weitergehend sein sollte, da gibt es auch mal so gewisse Ereignisse, da guckt man dann, wie verhält er sich, ist er stabil, in Anführungsstrichen kooperiert er, kriegt er irgendwie Muffensausen, wenn Polizei kommt, wenn es Razzien gibt, die alltäglich sind, SEK-Einsätze, das sind so nochmal Razzien, die noch ein bisschen schärfer sind als normale Razzien, mal so salopp ausgedrückt. Und wenn morgens um 6 das SEK stürmt, die Tür auffliegt und die auch so, die sind ja nicht, zimpern nicht die Jungs, ne? Die sind auch ein ganz, die sind natürlich auch, ne? Die sind, kommen ja nicht bei einfach normalen Menschen, sondern bei schweren Gewalttätern und organisierte Kriminalität und so oder Terror, was auch immer. Dementsprechend zimpern sie, ne? Sind die halt nicht, die diskutieren halt nicht lange. Guten Tag, wir möchten mal reinkommen oder so, da wird die Tür aufgesprengt oder aufgetreten, dann wird alles erstmal fixiert, auf den Boden geklatscht und dann ist erstmal Ruhe und dann kommt die Nachhut, die dann alles aufnimmt und dann alles entspannt weiter. Sag mal, warte mal, wenn man gerade machen ist, bedeutet ja aber immer nur gegenüber dem Club, ne? Also nicht gegenüber dem Allgemeinen immer den Club, und der Gesellschaft, Club, sondern... Nee, es geht nur über den Club, nur über den Club. Gegenüber Polizisten, angreifende, andere Gruppierungen, die es natürlich auch gibt, Großfamilien, Clanstrukturen, das sind ja alles Konkurrenten, die ja alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und da wird dann halt geguckt, sowas, wenn so eine Situation aufploppen oder passieren oder vorkommen, dass man dann, wie man sich verhält. Und wenn man sich so verhält, wie der Club das möchte oder wie sich das vorstellt, dann bist du ein potenzieller oder steigst du auf oder sagt man, ey, der könnte wirklich passen, der wird jetzt Prospect oder Hangaround oder irgendwann dann Member. Also Hangaround, Prospect und dann Member. Nochmal, also wie sind die Stufen? Also Supporter ist erstmal Supporter, das ist erstmal Umfeld. Es gibt natürlich auch die Supporterstrukturen, die Supporterclubs, da gibt es zigtausende. Meine war damals bei den Kieler Hells Angels Legion 81, da gibt es zigtausend andere Namen. Und dann, wenn du die Stufe weiterkommen möchtest, also wirklich bei den Hells Angels Ambition hast, Member zu werden, dann wirst du Hangaround. Das geht ungefähr 3 Monate. Hangaround heißt, dass man immer mal mitkommt und vielleicht so auch mal ins Vereinsheim eingeladen wird? Oder? Nee, du bist ja schon da. Also Hangaround bist, ist ja ein offizieller Status, du hast eine Kutte, du hast ein Patch. Also du bist schon offizielles Mitglied, also ne, du musst da schon so verfügbar sein, da sein ne, und sowas alles. Und dann, wenn die Zeit gut gelaufen ist, dann bist du Prospect. Das geht Minimum, also mindestens ein Jahr, kann auch länger sein, aber ein Jahr muss es sein. Und wenn das passt, dann wirst du Member. Wer entscheidet das denn, ob man aufgenommen wird oder nicht? Wie war das damals in Berlin? In Berlin war das halt nicht regelkonform. In Berlin haben das Leute für sich, also Kadir für sich selbst entschieden, was nicht korrekt ist. Kadir Padia. Kadir Padia, der Präsident damals, genau. Grundsätzlich ist es bei den Hells Angels so, dass man One Man, One Vote, das heißt, jeder Member hat eine Stimme und die ist auch ausschlaggebend.
Und es muss immer einstimmig entschieden werden. Das heißt, wenn ein neuer Anwärter kommt und der soll jetzt aufsteigen oder Member werden, je nachdem, das ist ja das eigentlich im Grunde genommen dasselbe, oder jeden jetzt einen Status erreichen zum Member, dann wird gefragt, wie ist er, was haltet ihr von dem, wie ist eure Wahrnehmung? Ich meine, man verbringt ja viel Zeit miteinander, jeder so soll sich ein Bild machen und entscheiden, ob er passt oder nicht. Und dann entscheidet jeder Member für sich, wie er das Verhalten wertet, ob er es gut findet oder schlecht findet, ob er passt oder nicht passt. Und sagt er ja. Und wenn es dann 12 Mal, wenn es 12 Leute sind, 12 Ja, dann steigt er auf. Und wenn es 11 Mal Ja und ein Nein ist, dann steigt er nicht auf. Ach so, es gibt so ein richtiges Veto. Jeder hat ein richtiges Veto. Das war jetzt so ein bisschen so nochmal erklärt, damit man es nochmal so ein bisschen Verständnis dafür bekommt. Klingt schwer nach Demokratie. Ist das demokratisch organisiert? Ja, ist es auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Hells Angels, demokratiefreundlich? Ja. Doch, da legen sie sehr viel Wert drauf. Ja. Also man muss auch dazu sagen, Kasra hat das jetzt sehr schnell geschildert, diese Prospect-Phase, da hört man auch gar nicht raus. Das ist in der Regel ist das eine richtig, richtig harte Zeit für diese Anwärter. Normalerweise muss man 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für den Club da sein. Mhm. Wenn der Club sagt, du fährst jetzt da und dahin und machst das und das, dann macht man das als Prospect. So eine ständige Rufbereitschaft. Ständige Rufbereitschaft. Bei den Partys sind die Prospects diejenigen, die die Wasserkisten schleppen und die hinterher aufräumen und die den Präsi nach Hause fahren und die Kotze wischen müssen. Also Prospect ist eine richtig harte Phase. Ja. Bei Cardia Party am Charter war es, glaube ich, nicht so hart, aber bei anderen Chartern hört man, da ist es richtig hart. Von daher ist es schon auch sowas wie, man fühlt sich doch so auserwählt, oder? Ich meine, wenn ich höre, irgendwie 3 Monate muss ich warten, dann muss ich nochmal ein Jahr warten. Mhm. Ist es so ein Elite-Denken? Ja, auch? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Chartern war, weil ich da nicht da war, aber bei uns war das schon so. Ja, aber ich meine, das dauert ganz lange, bis du dazugehören kannst. Das ist dann auch so ein, ich tue jetzt alles und es ist ja auch so, wie viel ich da jetzt Zeit investiert habe und auch Energie, Kraft und auch wie viel, du wirst ja auch viel angetan, so, du bist natürlich auch ziemlich nicht erniedrigt, aber du musst auch Sachen machen, die du jetzt nicht so cool findest, in Anführungszeichen noch nett ausgedrückt, Klaas hat es relativ gut beschrieben, aber bei uns war es noch ein bisschen anders, ist natürlich dann, wenn du dann, hast du dann auch ein anderes Verhältnis zu der Kutte dann, ne? Weil du viel dafür getan hast, Jahre investiert hast und so dementsprechend, das ist schon gewollt. Und du hast dann klar richtig auch so ein Elite, so, du bist die Elite. Und bei uns war das damals noch, ich sag jetzt noch uns, damals Berlin City. Das vergisst man nicht so schnell. Natürlich nicht. Und klar, das war ja auch eine prägende Zeit. Mhm. Und dass du da natürlich auch für uns, wir wollten uns nochmal hervortun. Aus den Hells Angels nochmal hervor. Also das heißt, innerhalb der Struktur eine eigene Struktur sein. Das heißt, die Jungs, die wirklich alles wegboxen, wegballern, was uns im Weg steht und ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn es dann auch mal intern, also an die eigenen Brüder geht, in Anführungsstrichen, andere Charter, wird da dann auch keine ohne Skrupel, also da gibt es keine Diskussion. Und das, was auch mit dem Präsidenten zu tun hat. Wie viel Wert hat das Wort des Präsidenten gehabt? Das war das Wort, es gab kein anderes. Also wenn der gesagt hat, den will ich, dann... Dann lief das, klar. Klar, und alle sind ja auch alles Duckmäuser genannt. Am Ende des Tages entwickelt sich, wenn du so ein Alpha-Tier hast. Das ist doch keine Demokratie. Natürlich nicht. In dem Charter. So. Das hat mit Kasras Biografie, mit Kadias Biografie zu tun, wo der herkam und was er wollte. Daher kommt es. Herr Padir, können wir Sie kurz was fragen? Nein. Kadir Padir war einer der ersten Migranten in der Rockerszene. Schon als Kind hatte er eine erhebliche Anzahl an Straftaten gesammelt. Sein umfangreiches Strafregister verschaffte ihm auch innerhalb der Hells Angels Respekt. Kadir Padir regierte sein Charter als Alleinherrscher, unangefochten. Aber es gibt es relativ häufig, dass die Präsidenten die absolut stärksten Tiere oder die Alpha-Tiere in so einem Club sind und meistens das Wort des Präsidenten Gesetz ist. Das gibt es auch in anderen Clubs. Ich kenne das. Bandidos Jena kenne ich noch ziemlich gut. Also da war das genauso. Also es ist relativ häufig, dass der Präsident, das ist glaube ich auch in Hannover bei Hanebutt so, seine Stimme ist Gesetz und die anderen fügen sich mehr oder weniger, muss man schon das so sind, sehen. Das sind, also weil du sagst Bandidos Jena, das ist doch Jannis, ne? Genau, Jannis Eckert. Und der hat ja auch eine Vollmeise, also man, oder? Jannis ist auf jeden Fall ein schwieriger Charakter. Also da muss man sagen. Nur mal so eine kleine Geschichte, was der zum Beispiel gemacht hat. Wie sieht denn der erstmal aus? Also der ist so im Gesicht tätowiert und der beispielsweise hat für sich beansprucht, dass er derjenige ist, der Einzige, der seine Mitbrüder, also seine Brüder schlagen darf. Also ihm, er hat sich auch per Satzung einräumen lassen. Das steht in der Satzung. Das steht in der Satzung, dass er sozusagen das Recht hat, andere Leute körperlich zu züchtigen. Jannis Eckarts Bandido-Verein fällt kurz nach seiner Gründung als rabiater Schlägertrupp auf. In diversen Gerichtsprozessen werden die Mitglieder angeklagt. Es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, versuchte Morde und bandenmäßigen Diebstahl. Noch bevor der Prozessmarathon beginnt, hat Anführer Jannis Eckert allein 9 Vorstrafen wegen Körperverletzung zu verantworten. Hau ab mit der Kamera, ich schlage die Kamera. Jannis beispielsweise hat es gemacht, da gab es mal eine Geschichte.
Der Club wollte, dass die Freundin eines Anwärters anschafft. Die sollte ackern gehen, also die sollte sich prostituieren. Und der Anwärter hat es aber nicht geschafft, seine Freundin dahin zu bringen, dass sie anschafft. Dann hat das sozusagen der Club übernommen. Ich glaube, sogar der Präsident hat es dann gemacht sozusagen, hat sie dann sozusagen dazu gedrängt, anzuschaffen. So. Und von dem eingenommenen Geld hat der Präsident dann 500 Euro pro Monat für sich beansprucht, weil er es ja gemacht hat. Das war sozusagen die Ausbildungspauschale. Also er hat jeden Monat 500 Euro... Kommt Ihnen das bekannt vor, solche... Ja, jetzt nicht in Berlin. Berlin gab es sowas nicht, aber ich kenne es aus Hamburg. Aber was auch eine schöne Geschichte ist, beschreibt mal, wie ihr sozusagen auch als Prospect andere Member beschützt habt und wo ihr sie beschützt habt. Das finde ich sehr bildlich. Also ja, weil, genau, also jetzt zu dem Thema, das war halt so, es gab früher mal eine Situation, daher kam das, um das zu kurz so ein bisschen zu erzählen, war ein relativ angetrunkener Member auf einer Feier irgendwo im Restaurant, ist dann auf Toilette gegangen, alleine, und wurde dann gefunden, halb kaputtgeschlagen von den anderen Brüdern. Und da hat man sich entschieden, jeder Prospekt kriegt einen zugeteilten Member und den beschützt er mit allem, was er kann und was er hat. Das heißt, er begleitet ihn auf Toilette, stellt sich neben ihm an die Toilette beim Pissen, begleitet ihn zum Einkaufen, wie auch immer. Immer, ja. Ja, es ist so. Und bei Cardi war das immer so, wir sind immer drei mitgelaufen, ich und noch zwei andere, je nachdem. Da ist er mit dem Auserwählt schon wieder relativ. Ja, genau, richtig. Und dementsprechend war das halt so, also es war schon, man hatte schon immer das Gefühl, man hat eine Aufgabe, ich beschütze ihn, so, das war auch gewollt. Also es gab jetzt nicht das klassische, ich schleppe jetzt das Wasser und los, du Idiot, du Wichser, das gab es bei uns nicht, weil man wollte schon so Männer haben und man wollte sie nicht brechen. Voraussetzung war, du musst 100% für den Club da sein, wenn der Anruf, springst du. Wir hatten eine Anwesenheitspflicht in der Woche, wir mussten am Wochenende im Club übernachten, da sein, 24 Stunden, alles tun, Nachtwache. Man hat dann gar kein Privatleben mehr, kann ja niemanden treffen. Der Club treffen. Ist das Leben, ja. Es gibt kein Privatleben, der Club ist dein Leben. Du tötest für den Club, du gehst für den Club in den Knast. Du lässt deine Familie für den Club stehen und liegen, für deine Kinder lässt du stehen und liegen. Der Club ist Nummer eins. Danach kommt lange nichts und dann kannst du dir aussuchen, was danach kommt. Und warum tut man das? Also warum lässt man seine Familie hinter sich? Leute, die man vielleicht sogar mag? Weil man, ich kann es nur für mich, ich war damals einfach verblendet. Ich habe damals irgendwas gesucht, eine Zusammengemeinschaft. Das war meine größte Intention. War der Meinung, ich würde es damals da finden, weil man so einen gewissen seinen Background hatte und man hat sich auch verstanden, man hat sich gut verstanden und ich habe dann so eine Jungs, man verbringt den Alltag miteinander, man erlebt was miteinander, ja, und ich war auch mal so ein bisschen, ich will was erleben, ich will die Welt sehen, Action, ne, man ist ja jung, so wie schon gesagt, jung und wild, und das war halt so meine Motivation. Und Hells Angels war damals oder ist in der Rocker-Szene das Nonplusultra. Wir sind der stärkste, größte Club damals gewesen oder nach wie vor sind sie es immer noch. Von daher kam auch nur die für mich in Frage. Und so war das für mich halt einmal. Ich weiß nicht, wie es für andere war. Gibt es verschiedene Motivationen. Einer will Geld verdienen, Millionär werden. Der andere halt will seinen Sadismus ausleben. Der andere will einfach wahrgenommen werden. Eine gewisse in der Öffentlichkeit, ne, so mit meiner Kutte, ich bin jemand, weil er sonst nichts anderes wurde oder konnte. Ich glaube, so richtig Untersuchungen, warum das so ist, gibt es da gar nicht drüber, oder? Ich meine, für das Buch haben wir ja alle möglichen Studien gelesen, aber dadurch, dass die Hells Angels ja auch normalerweise und die Bandidos ja auch nicht normalerweise nicht reden, gibt es natürlich da auch keine richtigen validen Studien, warum gehe ich zu denen und warum wäre ich nicht Hooligan oder hau anderen auf die Fresse, weil ich, keine Ahnung, aus anderen Gründen Freizeitgestaltung. Oder arbeite für die Albaner. Ich habe neulich mit einem Polizisten gesprochen, der wirklich sehr, sehr viel Ahnung hat, der auch sehr viel gelesen hat. Und der hat auch gesagt, die klassische Rockerbiografie gibt es nicht. Also es gibt tatsächlich Leute, so in den 70ern vielleicht, das waren Jugendliche, die oft einen schwierigen Hintergrund hatten, auch schwierige familiäre Verhältnisse. Aber es gibt auch durchaus Geschäftsleute, die einfach ihr Geschäft pushen wollen durch die Mitgliedschaft bei den Hells Angels. Manche Leute gehen in diesen Club rein, um Streitigkeiten mit anderen Leuten zu klären. Es gibt für mich halt drei Typen bei den Hells Angels, warum sie dort reingehen, so nach meiner Auffassung und Wahrnehmung. Das sind einmal die irgendwie wahrgenommen werden wollen und irgendwie eine Zugehörigkeit. Dann gibt es einmal die ihren Sadismus ausleben wollen und einfach Menschen unterdrücken wollen und einfach ihnen anders körperlich und also mental und physisch was antun wollen. Und dann gibt es die Typen, die ihr Business aufziehen wollen, schützen wollen und wissen, sie machen natürlich, es ist natürlich kein Daily Business, wie man das halt kennt. Ich bin selbstständig, ich habe ein Gewerbe, ich habe Mitarbeiter. Das sind natürlich Straßenbusiness, das heißt Prostitution, Drogen, Geldwäsche über meinen Dönerladen oder über meine Disco. Aber das ist nicht meine Haupteinnahmequelle, sondern alles drumherum.
Und das nehme ich als Goodie mit und benutze das für mich, um mein Geld zu waschen. Und das zu schützen ist natürlich, ist es dadurch, dass es kein seriöses Business ist, in Anführungsstrichen, ein normales Business. Und ich gehe zur Polizei und wenn ich bedroht werde und man will mir irgendetwas oder ich nehme einen Anwalt, sondern das ist Straßenbusiness, da herrschen Straßenregeln. Das heißt, die Straße kommt auch auf dich zu und will dann Kuchen davon oder ein Stück davon abhaben. Das heißt, stärkere Strukturen, Clan, Mafia, Rocker, Gangs. Und wenn ich alleine bin, habe ich relativ schlechte Aussichten, mich zu wehren. Es sei denn, ich gehe zur Polizei. Das kann ich nicht, weil ich mache Straßenbusiness. Das heißt, ich kooperiere mit der Polizei nicht, sonst bin ich raus. Das heißt, ich suche mir eine stärkere Struktur, um mich selbst zu schützen. Und deswegen gehe ich dann in diese Gruppen Hells Angels. Okay. Und das zeigt ja auch viele Jungs, gerade in der höheren Präsidenten, sind ja alles Millionäre. Also ich erinnere mich nur an die Razzia in Kiel, als sie das Charter verboten haben. Da haben sie, glaube ich, auf einem Konto 3 oder 4 Millionen beschlagnahmt. Nur mal so, um so ein bisschen über Zahlen zu sprechen. Also sind Sie auch reich geworden bei den Hells Angels? Ich nicht. Reich an Erfahrung, aber nicht an wirtschaftlichen oder materiellen Dingen. Ja. Aber die sind für mich Mehrwert, muss ich dazu sagen. Aber nur so ein bisschen, also es sind keine Kleinganoven. Wir reden hier von wirklich Millionenbeträgen, wirklich Umsätzen, von wirklich Geld. Und nicht von irgendwelchen Straßenräubern, die irgendwo mal kurz einbrechen, um sich einen Fernseher zu klauen. Wirklich mal, Business. Wenn es um Schutz geht, was du jetzt gerade beschrieben hast, da ist ja eigentlich die Kutte und das Patch, also das Abzeichen, der Hells Angels oder natürlich auch der Bandidos, ja relativ wichtig, weil es ja die Erkennbarkeit garantiert, irgendwie ich gehöre dazu, hinter mir steht eine Armee. Wie kommt man denn an so eine Kutte? Also gibt es da so ein Aufnahmeritual, wo einem das Ding umgehangen wird, wo man vielleicht das erste Patch bekommt oder wie funktioniert das? Also ich kann jetzt nur von dem Charter sprechen, wo ich war, Berlin City. Bei uns war das so, bei jeder Stufe, die man aufgestiegen ist, gab es so eine prophylaktische Massenschlägerei, die an dir verübt wurde, also beziehungsweise 20 Mann haben dich zusammengeschlagen, aber nicht böse, sondern so unter Buddies, unter Kollegen, Jungs so. Also das war jetzt nicht, man hat dich nicht körperlich mäßig. Aber es ist mehr als Knurfen. Ja, das waren halt so Nackenschellen und ein bisschen Treten, so vielleicht mal einen blauen Fleck, aber man wollte dich jetzt nicht wirklich schwer verletzen. Das war jetzt nicht gewollt, aber man wollte dich so ein bisschen, ne? So, gucken, so. Aber heult. Nee, man, Oder wie? Das ist auch so ein Männerding. Ja. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen martialisch und so ein bisschen macho. Wir sind so ein bisschen, ist natürlich auch so ein bisschen gewollt, um zu sagen, wir sind die Stärken. Du bist jetzt bei uns. Das heißt, es ist auch so eine Mischung aus allem. Übrigens, das war so bei uns damals. Übrigens lustig, ich meine, diese gleichen Rituale gibt es ja irgendwie beim SEK und beim MEK auch. Ja? Also in Sachsen gibt es ja gerade großen Ärger, ich glaube in Leipzig, ne? Oder Klaas? Ich glaube, wo beim MEK, wo sie ja auch irgendwie... Leipziger MEK. Genau. Okay. Ja, die haben sich gegenseitig beschossen, ne? Mit Gottschalk-Munition. Also die Neuanwärter. Ja, ich glaube, da wo Männer zusammenkommen und sich als Elite empfinden, ob das jetzt ein Rockerclub ist oder eine Polizeieinheit oder Soldaten, die haben meistens immer irgendwelche Aufnahmeriten. Ne? Die wollen halt irgendwie demjenigen, der irgendwann dazugehört, noch mal ein bisschen was antun, um ihn halt noch mal, um einfach zu zeigen, wir sind halt die stärksten Jungs und wir halten das aus. Ich glaube, es gibt Bilder aus Amerika, da beschießen sich Polizeieinheiten mit solchen Tasern, mit solchen Elektropistolen oder so. Einfach um zu zeigen, wir sind die härtesten. Ja. No. Unter uns gibt es übrigens nicht. Okay. Ich hatte mal überlegt, aber... Ihr schmeißt euch dann mit Kugelschreiber. Komm, du hast sie noch immer vorgeschickt. Nee, und das war halt bei uns damals so, ja. Und, ja. Aber es gibt schöne Beispiele, wie der Club einfach auch für sich beansprucht, so eine Art Religion zu sein. Also es geht auch zum Beispiel darum, der Club sagt auch, die Kutte ist nur geliehen an den Member. Die Kutte bleibt weiterhin Eigentum des Clubs. Deswegen werden Leuten die Kutte auch abgenommen, wenn sie aus dem Club rausfliegen. Da gibt es auch viele, viele Geschichten, dass Leute, also dass der Club dann zu den einzelnen Leuten hinfährt, ins Haus einbricht, die Sachen rausholt. Die Leute müssen auch ihre Tätowierung überstechen. Man hat ja Club-Tätowierung, Kasra hat ja unten so ein Deadhead. Eigentlich müsste er sich, weil er nicht mal zum Club gehört, eigentlich übertätowieren. Und normalerweise legt der Club sehr viel Wert darauf, dass Leute, die aus dem Club rausgeflogen sind, auch keine Tattoos mehr tragen. Und warum ist das noch da? Nein, weil ich halt kein klassischer Aussteiger bin im Sinne von, wie Sie das wollten. Ich bin ausgestiegen, wie ich das möchte. Mhm. Und dementsprechend entscheide ich über meinen Körper selber und habe das jetzt einfach, das ist ein Teil meiner Geschichte. Es ist auch so, Mahnmal ist jetzt ein bisschen, hört sich ein bisschen übertrieben an, aber es erinnert mich auch an eine Zeit, die prägend war, die sehr schwer war, die auch beschissen war, die auch mir selbst, ich mir auch selbst keinen Gefallen getan habe. Und das bleibt einfach, das ist ein Teil meiner Geschichte, das bleibt an mir. Und da entscheidet keiner, was draufkommt oder wegkommt oder verändert wird. Aber das ist richtig. Ich habe es selbst auch erlebt, andere Aussteiger, die nach dem klassischen Stil der Hells Angels oder bei uns damals rausgeschmissen wurden, die mussten das schwarz machen, wegmachen. Und ja. Und das ist noch die schmerzreduzierte Variante. Ja, es gibt auch Geschichten, da wurde mit einem Bügeleisen das Tattoo weggemacht oder mit einer Flex oder so. Mit einer Flex?
Ja, also abgerubbelt mehr oder weniger. Also, aber es gibt, oder es wurde, in Amerika gibt es eine ganz eklige Geschichte, da wurde die Tattoos rausgeschnitten. Ja, ja. Hm. Richtig. Ja. Okay, aber wir sind ja erstmal bei dem Aufnahmeritual. Ja, ja. Da sind wir schon mal am Ende. Ja, ja, genau. Das Aufnahmeritual. Also man wird ein bisschen verprügelt und ja, dann, genau, wenn man das alles aushält und hinterher lächelt, wird man aufgenommen. Oder? Du wirst so oder so aufgenommen. Das ist einfach so ein Ritual. Okay. Ja, und das ist ja nicht, also klar, jetzt, ich finde Außenstehenden dramatisch an, aber das ist so eine Buddy-Schlägerei. Ein paar Nackenschellen, halt Maul, ein paar blaue Flecken. So, das ist so aus deren Wahrnehmung. Und dann wirst du dann Member. Das ist ja dann schon entschieden. Das ist dann der Vollzug, der dann gemeldet wird, so in Anführungsstrichen. Ja. Und kriegt man dann tatsächlich eine Kutte umgehängt? Oder nee, du kriegst das Patch und eine Kutte hast du ja schon, weil du bist ja schon Prospekt. Das heißt, du erweiterst deine Kutte nur mit den Patches. Dann kommt dann der Death Head, wie auf dem Buch zu sehen, der Totenkopf mit dem Flügel, mit den Farben. Dann darüber der Name, so ein Halbkreis, Hells Angels. Kriegst vorne dann nochmal die Zugehörigkeit. Unten der Bottom Rocker, der ist schon drauf. Das ist der Bottom Rocker, ist so der untere Teil der Kutte, da steht dann das Charter, zu dem du zugehörig bist, das kommt dann, vorne kommt dann noch Hells Angels und das war's dann. Weil das Charter ist ja schon drauf. Haben Sie die Kutte noch? Die habe ich nicht, die ist damals beschlagnahmt worden bei der Verhaftung. Die müsste noch beim LKA in der Asservatenkammer sein. Und bekommt man nicht auch so ein Bild, wo dann der Name draufsteht? Also bei uns, in unserem Fall war das so, ich habe dann als Geschenk zur Familie, habe ich einen Bilderrahmen bekommen. Habe ich eine Überraschung. Ja, super. Klar, für dich aus der Asservatenkammer des LKA besorgt. Okay. Der Perser 81. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Wir sagen nicht, wo wir es her haben. Ja. Nee, das ist nicht aus der Asservatenkammer. Was steht da drauf? Lies mal vor, bitte. Welcome to the family, Perser 81. Und das war Northtown? Northtown, ja. Jetzt ist ein anderes Thema. Wir wurden ja damals verboten in Berlin City. Man musste dann irgendwie weiter bestehen. Und irgendwie weiterleben als Club. Und Cardi hatte sich damals überlegt, okay, dann gründen wir einfach vier Himmelsrichtungen, North, East, West und South. Und ich war damals aufgeteilt bei Northtown und deswegen dann HMC Northtown, das Charter. Genau. Okay. Und das hing bei dir im Zimmer oder wo? Ja, stand bei mir in der Vitrine. Ich zeig's nochmal, stand bei dir in der Vitrine. Ja, ja, ja. War natürlich eine Zeit lang mega stolz drauf. Beschreib mal diesen Moment, als du Member wurdest, weil man kennt das so aus Berichten, dass für viele das irgendwie wie so eine Art zweite Geburt ist oder so. Man denkt so, jetzt gehöre ich dazu, ich bin Teil einer weltweiten Familie. Wie beschreibt das mal? Ja, so in die Richtung ging das bei mir auch, weil ich natürlich auch viel durchgemacht habe. Ich bin, muss man sagen, ich bin kein Ur-Berliner, ich bin dorthin gezogen, ich habe alles mitgenommen. Freundin, Kind und so und bin dann da. Ich kannte niemanden, für mich gab es nur den Club und dementsprechend war ich auch nur fixiert auf den Club. Ich habe viel mitgemacht, musste mit Polizei viel Druck und so, das macht ja trotzdem was mit einem. Ne? Du hast ja immer Druck im Nacken, auch wenn man immer so tut, als wenn das, ja, scheiß auf die Bullen, so, das ist ja damals, oder fick die oder was auch immer. Trotzdem hast du ja Druck, wenn du auf der Straße unterwegs bist, zu Hause fliegt die Tür schon wieder auf. Und das macht was mit einem und dann auch die ganze Zeit, diese ganzen Repressalien, Dasein, mitmachen, hinfahren und so. Und dann, als ich dann Member wurde, war das erstmal erlösend und natürlich auch mega stolz drauf. Ja? Und ich war natürlich geil, ich habe es geschafft, jetzt bin ich Member. Aber da ging es erst richtig los. Aber gleichzeitig ist das organisiert wie ein Verein. Ne? Ja, also total, es gibt klar. So einen Kassenwart wahrscheinlich. Ja, Kassenwart, es gibt einen Treasurer, also einen Treasurer, genau. Mhm. Secretary, Road Captain, Vizepräsident, Präsidenten, Sergeant, genau. Warum bist du da nichts geworden? Weil ich es nicht wollte. Nee, ich war wirklich. Also, ja. Nee, es gab's. Ich springe jetzt ein bisschen. Innerhalb unserem Charter damals, ich sage jetzt mal bewusst unser, weil ich ja damals zugehörig war, war das halt so, es gab eine Struktur in der Struktur. Also wie gesagt, klassisch One Man, One Vote. Es gibt Regeln, Rulenbuch, schwarze Buch. Da stehen die Regeln ganz klar drin. Aber wie der Mensch halt so ist, machtgeil, opportun, narzisstisch, was auch immer, gibt es da viele, viele Gründe, entwickelt er so ein Eigenleben in dieser Struktur und nutzt das für sich. Und jeder, der stärker ist, der herrscht ganz klar das Recht des Stärkeren. Und der das Sagen hat, der macht sich die Regeln einfach intern. Und bei Cardi war das so, der hat sich eine Struktur um sich herum geschaffen. Ich habe bei der Polizei immer gesagt, der Inner Circle. Und die haben für sich das alles entschieden. Da gab es keinen One Man, One Vote oder so. Da heißt, ich gebe vor, ihr duckt euch, ihr kriegt alle was vom Kuchen ab und Thema ist durch. Wie nah warst du da? Ich war gar nicht dran. Nee? Ich war gar nicht dran. Und das ist auch der Grund, warum Sie nicht aufgestiegen sind? Das ist auch der Grund. Oder warum erstens man nicht weiterkommt? Erstens das waren alles Jungs, die sich auch aus der Gegend kannten. Die sind zusammen aufgewachsen. Mhm. Die sind Weddinger Jungs gewesen, Reinickendorfer Jungs. Die kannten sich alle, Mütter, Väter, Schule, was auch immer. Hatten auch eine Vergangenheit bei den Bandidos. Die sind ja damals auch übergetreten. Viele davon waren Bandidos-Member. Und dadurch hat ja nur seine Vertrauensperson diese Position bekommen. Das hat er ja entschieden. Und dementsprechend ist das, wie gesagt, dieser Inner Circle gewesen, diese 5, 6 Personen, 1, 2 noch dazu, die keine Position, kein Office hatten, aber, und ich, Gegenteil, ich bin ja erstmal
ambitioniert ran und habe dann, deswegen habe ich vorhin extra ganz bewusst gesagt, da fing es erst an. Da ist dann die Maske für mich dann auch gefallen. Also komplett, weil ich viele Dinge gesehen habe, die ich halt vorher nicht wahrgenommen habe, weil ich auch völlig verstrahlt war von der ganzen Geschichte. Und erst da merkst du ja auch, wenn du wirklich Entscheidungsprozesse mitbekommst, die nicht stattgefunden, sondern einfach, wie sie dann einfach gemacht werden, Sachen umgesetzt werden innerhalb der Memberschaft und wie auch da umgegangen wird mit Membern und so. Und da war für mich dann das Thema dann auch irgendwann, weil da vieles passiert ist, auch dann durch. Sie haben eben gesagt, dass viele von denen früher bei den Bandidos waren. Mögt ihr vielleicht mal erklären, das ist ja die, das waren die Rivalen. Kadir Padia, wir sehen da oben Bill, vielleicht mögt ihr ihn auch einmal zeigen. Der war früher bei den Bandidos, das sieht man ja unschwer. Irgendwie mögt ihr mal ein bisschen erzählen, was der für einen Werdegang hat? Ganz der spannende Chef. Biografie. Ja. Also das ist Kadir, da ist er damals noch bei den Bandidos. Ich finde übrigens, er hat so ein Faible für, ich bin ein bisschen schicker als die anderen, oder? Also ist er eitel? Also, gut gesagt, hätte ich das gesagt. Woran sieht man das? Na hier, diese weiße Mütze. Also mir sind jetzt nicht so viele aufgefallen, die weiße Mütze. Der hat auch gerne eine weiße Weste gehabt und war so ein bisschen... War so ein bisschen super, Gucci, oder? Ja, ich bin erstaunt als Außenstehender, dass du das so gut erkannt hast. Er hat für jeden Ausgang, er hat drei Kutten gehabt, du darfst normalerweise nur eine Kutte haben. Er hat fürs Fahren hat er eine Kutte gehabt, fürs Ausgehen eine Kutte und für den Alltag hat er eine Kutte gehabt. Er hatte drei Kutten. Aber also er wollte ja auch der König von Berlin sein. Ja, natürlich, klar. Hier oben haben wir Kadi auch, das war schon eher so dieser unangenehme Tag, wo das Vereinsverbot war, oder war das eine Razzia davor gewesen, Klaas? Nee, 2012 beim Vereinsverbot. Genau, und hier ist er noch bei den Bandidos. MC Centro hießen die damals. Die sind dann gewechselt. Ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt sozusagen im Detail erzählen wollen. Aber das war schon eine schlagkräftige Truppe. Also von denen sind, glaube ich, zwei nicht mit drüber gewechselt. Der Rest ist zu den Hells Angels gegangen. Also ja, was man vielleicht dazu wissen muss, ist, dass... Soll ich mal kurz spannende Biografie? Ja, bitte. Also Kadir ist so ein Weddinger Junge. Ne? Also der kommt aus dem Berlin-Wedding, harte Gegend, türkische Eltern, war ein Boxer, war ein guter Boxer, ist auch mal deutscher Meister geworden. So, und 2000, so um die 2000er Jahre hat sich dieser Konflikt zwischen Bandidos auf der einen Seite und Hells Angels hochgeschaukelt in Deutschland. So, und was die Bandidos gemacht haben, ist, die haben sich geöffnet, also aus, sagen wir mal, aus dieser bio-deutschen Ecke heraus haben sie angefangen, auch Jungs mit Migrationshintergrund aufzunehmen. Also, gerade diese Berliner Truppe von den Bandidos waren die ersten, die so Jungs mit Migrationshintergrund in den Club gelassen haben. Und Kadirs Bruder Ersoy war einer der ersten Member. So. Und mit Ersoy ist auch Kadir in den Club gekommen. Und Kadir ist ein Typ, der ist sehr durchsetzungsstark, der ist sehr selbstbewusst und vor allen Dingen, der ist sehr kampfstark. Der kann auch intern mal ganz schnell die Fäuste fliegen lassen. Und weil er ein sehr, sehr guter Boxer war, ist er meistens als Sieger aus diesen internen Streitigkeiten herausgegangen. Kadi ist wahnsinnig schnell aufgestiegen zum Vizepräsidenten, hat dann den Präsidenten rausgeekelt. So hört man es. Krischer Bove damals. Hat den Präsidenten rausgeekelt und ist dann selber Präsident geworden. Und das glaube ich schon, ich glaube irgendwie 2007, 2008, so in diesem Bereich. Richtig. Und damals war der erst 23 Jahre alt. Und es war für damals, also für die Verhältnisse ist es sehr, sehr früh gewesen. Kadir war mit Abstand der jüngste Bandidos-Präsident in ganz Deutschland. Die anderen Rocker-Präsidenten der Bandidos, das waren in der Regel Männer, die 20 Jahre älter waren, die ganzen 40, 50 70er, plus, ja. 80er Jahre mitgemacht haben, die dieses ganze Rocker-Leben schon 30 Jahre kennen. So, Kadir war einer, der kommt von der Straße und ist innerhalb von kurzer Zeit ein Bandidos-Präsident und auch so schon sehr mächtig und hat sich aber auch im Club überhaupt nichts sagen lassen. Und hat er denn auch Konflikte mit den Hells Angels? Das gab es ja damals auch schon. Auf Kadir trifft irgendwie, auch wenn er Moslem ist, trifft ein gutes Zitat aus dem Neuen Testament zu. Matthäus 10, 34. Ich bin gekommen, nicht gekommen, um euch den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja. Das ist Kadir, oder? Kasper? Wunderbar. Ja. Perfekt. So, das ist irgendwie, wo der war, war Stress. Ja. Ja. So, ja. Und immer ich. Da steht immer oben ich drauf und immer ich will die Macht haben. Und genauso stieg er dann auch bei den Bandidos relativ zügig auf, auch durch Gewalttaten, die schon wegweisend waren für die nächsten Jahre. Also es war klar, wohin er will. Er hat ja auch bei den Bandidos so aus seinen Erzählungen heraus viel getan, auch auf der Gewaltebene, um auch aufzusteigen, weil nur so steigst du auf. Er war wirtschaftlich nicht stark, das heißt, wie steige ich auf? Nur durch Gewalt. Was hat er denn zum Beispiel gemacht? Er ist ja dann auch vor Gericht gelandet deswegen, ne? Ja, er ist auch in vielen Dingen auch freigesprochen worden. Ich kann jetzt nur von dem erzählen, was er erzählt hat. Mhm. So Leute, die Kutten weggenommen, zusammengeschlagen. Seine Truppe haben versucht, Leuten den Arm abzuhacken. In Fienefurt gab es einen krassen Vorfall, da wurden Leute fast gekillt. Sehen wir da auf den Bildern. Ja, hier. Das ist ein Auto und ich sehe sehr viel Blut.
Genau. Das können wir im Detail erzählen. Das ist ich reiß das nur kurz an. Er wusste halt, wirtschaftlich komme ich nicht weit. Das heißt, nur mit Gewalt. Und in diesen Strukturen herrscht nur das Recht des Stärkeren, wie gesagt. Und du kannst so viel Geld haben, wie du willst. Wenn du körperlich oder mit der Gewalt nicht gegen ankommst, kannst du das Geld sonst wohin schieben. Also das bringt dir nichts. Und dementsprechend, das wusste er und hat damit voll gepunktet. Und deswegen ist er auch, wie Klaas gut beschrieben hat, ich kann es nicht besser machen, auch so krass und so schnell aufgestiegen. Bis heute ist er nach wie vor in seiner Position, so gehe ich mal stark von aus oder so wie ich weiß. Und also der Weg hat ihm ja recht gegeben mit seinem Ziel. Er ist ja dahin gekommen, wo er wollte. Mhm. Ob er jetzt im Knast wollte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber so in seinem Aufstieg ist er vollkommen... Und die Gewalt hat auch eine neue Qualität gehabt. Ja, also richtig. Die Hells Angels und die Bandidos haben sich zwar auch nie wirklich freundschaftlich gegenübergestanden in Berlin. Berlin ist sowieso eine Besonderheit. Es gab beide Clubs in einer Stadt. Das ist eine Besonderheit. So. Es herrscht aber mehr oder weniger so ein bisschen... Ja, so ein gewisser Frieden, die bleiben in ihrer Ecke und die anderen bleiben in ihrer Ecke. So, aber als Kadia Padia auftauchte, waren die Hells Angels ihres Lebens nicht mehr sicher. Und das meinten, das übertreibe ich nicht. Also beispielsweise 2008 gab es eine Situation, da kommen Hells Angels aus ihrem Vereinsreim raus. Kadia Padia muss irgendwie durch Zufall in der Nähe gewesen sein. Die Hells Angels kommen raus und diese beiden Hells Angels werden massiv attackiert mit Macheten und so. Die Polizei hatte damals eine Kamera installiert vor dem Vereinsheim der Hells Angels. Deswegen weiß man, dass Kadia Padia da gewesen ist. Er wurde für die Attacke freigesprochen. Er ist verurteilt worden wegen unterlassener Hilfeleistung, weil er nicht eingegriffen hat, als diese beiden Hells Angels da schwer verletzt wurden. Also er bewiesen ist, dass er da war. Ob er zugestochen hat, weiß man nicht. Aber die Szene sagt natürlich, dass er da dabei gewesen ist. Ich würde gerne noch mal auf diesen Kuttenklau kommen, weil das ist ja auch was starken Symbolcharakter hat. Nicht? Und das hat er ja auch, der tatsächlich einem Hells Angel aufgelauert. Der war 2007. Da ist er, hat er nachts irgendwie Dirk Fehnrich aufgelauert. Der ist Pressesprecher der Hells Angels Nomads in Berlin. Das mit dem Pressesprecher müssen wir auch noch mal erklären, aber später. Ja, ja, ja. Genau. Ja, aber der hat auch eine Funktion, die eher ungewöhnlich ist. Und er hat irgendwie Fehnrich aufgelauert, ist nachts dahin, hat ihm sozusagen vor dem Haus, der hat sein Moped, also seine Harley da abgestellt, dann ist Kadia da aus dem Gebüsch gesprungen gekommen, hat ihn schwer verletzt. Die Frau und die Tochter von Fehnrich haben oben aus dem Fenster das quasi mitbekommen. Der hat ihn abgestochen, hat ihm die Kutte weggenommen und ist dann irgendwie von dann geflüchtet. Das Lustige ist, dass zu der Zeit Padia von der Polizei abgehört wurde. Das heißt, als er dann mit der Kutte im Gebüsch hockte und abgeholt werden wollte, weg wollte, haben die Ermittler zugehört, als er da schnaufend ins Telefon geatmet hat und gesagt hat, sie sollen ihn mal abholen. Live on tape. Quasi live on tape. Ja. Und dann gibt es sehr schöne Überwachungsbilder, die wir haben. Ja, also ich will Thomas ungern korrigieren, man muss natürlich immer sagen, er soll es gemacht haben. Er soll, das war die Anklage. Wäre ich jetzt noch drauf gekommen. Okay. Ich weiß, da kommen wir auch gleich drauf. Das war die Anklage. Im Konjunktiv habe ich es nicht so. Thomas hat sich so mit dem Konjunktiv. Er soll es gemacht haben. Er ist für die Tat freigesprochen worden. Interessanterweise gibt es dieses Telefonat, ne, diese Überwachung. Und es gibt Bilder von einer Tankstelle in Gelsenkirchen. Auf diesen Bildern sieht man eindeutig, wie Kadia Padia mit seinem Bruder in Gelsenkirchen eine Plastiktüte übergeben an den damaligen Vizepräsidenten, der ist immer noch Vizepräsident der Bandidos. Das war sozusagen der Deutschlandchef, der mächtigste Bandidos Deutschlands, Peter Maciolek, bekommt von Kadia eine Plastiktüte überreicht. Kurz nachdem in Berlin einem Hells Angels die Kutte geraubt wurde. 4 Stunden. Eins und eins zusammenzählen, wahrscheinlich ist in dieser Plastiktüte die Kutte drin. Der Richter hat es nicht so gesehen, Kadi ist für diese Tat freigesprochen worden. Weil, man muss sagen, bei Fehnrich natürlich, also der Hells Angel, ja auch, es waren zwar die Bandidos und er ist abgestochen worden, aber trotzdem, man redet nicht. So, wir haben Fehnrich damals auch versucht zu befragen, auch vor Gericht. Und der redet natürlich nicht darüber, wer es gewesen ist. Der weiß natürlich. Das geht gegen die Ehre. Vereinsehre. Das geht gegen die Ehre, das mache ich nicht. Ja. Nein, Hells Angel, nicht nur die Ehre. Besser erzählen. Man redet einfach mit der Richter. Ich habe da vor Gericht niemanden was abzumachen und ich habe mit denen nichts zu bereden. Die sind ja an der Aufklärung der Tat interessiert. Richtig, dafür kriegen sie auch Geld, dann sollen sie das bitte schön auch machen. Aber ohne ihre Hilfe? Ohne meine Hilfe. Lass uns noch kurz bei diesen, weil da gab es ja noch mehr Vorfälle, für die er nicht verurteilt worden ist, weil er es offenbar nicht war.
Dann gab es noch mal einen Polizisten, der als Zeuge gegen ihn aussagen sollte. Der ist geladen worden, quasi sozusagen über die Akten. Also das heißt, der konnte sich dann auch an nichts mehr erinnern. Also der Polizist wurde möglicherweise, also er ist freigesprochen worden, er wurde offenbar nicht von Padier bedroht. Ja. Wir glauben, er wurde von Padier bedroht. Aber der ist eben falsch geladen worden, also nicht über sozusagen über das LKA, sondern der ist geladen worden über ganz normale Anschrift, die stand dann in den Akten. Und als wir dann den Polizisten auch befragt haben vor Gericht, hat er gesagt, und auch vom Richter, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Sie hätten Herrn Padier eindeutig erkannt. Wurde vorher auf Sie Druck ausgeübt? Wieso haben Sie der Polizei was anderes erzählt, als es gerade im Gericht? Und die dritte Sache war gewesen, bei McDonald's, da ist Padier mit einer Machete, also da hat irgendjemand hat von den Angestellten oder Bauarbeitern hat seine Frau offenbar angeguckt gehabt und dann ist Padier zum Mercedes gegangen, hat die Machete rausgeholt und ist dann mit der Machete schwingend irgendwie durch den McDonald's durch und hat gesagt, was guckt ja meine Frau an. Lustigerweise habe ich dann später irgendwie vor Gericht den Rechtsanwalt befragt, wie denn das wäre mit dieser Machete. Niklas Becker, der hat schon Erich Honecker verteidigt. Interessant. Und Becker, Becker fand das alles gar nicht so schlimm. Er sagt, man kann doch eine Machete über dem Wohnzimmer, über dem Sofa haben. Und man kann ja auch mal mit einer Machete durch Berlin laufen. Also was da jetzt so dran schlimm wäre. Wird irgendwie ein bisschen was bei rumkommen, aber nicht in der Schwere, die hier angeklagt war. Oh ja, von der Machete, von Messern, von Messerstichen. Schauen Sie, eine Machete mögen Sie auch zu Hause an der Wand haben. Das ist in sich noch nicht so eine große Sache. Selbst wenn ich Ihnen hinterher renne mit einer Machete, ist das noch keine große Straftat. Und das sahen die Richter auch so. Ich glaube, der hat irgendwie irgendeine Bewährungsstrafe bekommen oder eine kleine also, Strafe. Nochmal, er saß da wegen drei solcher Taten vor Gericht. Ist übrigens erst 4 Jahre später angeklagt worden, weil es war ja keine Haftsache. Da sieht man auch sozusagen eines der Grundprobleme der Berliner Justiz und der Strafverfolgungsbehörden. Diese Delikte haben stattgefunden und erst 4 Jahre später stand er sozusagen vor Gericht und musste da auftreten. Der hat einen fast umgebracht, muss man sagen. Ja, das, er ist ja freigesprochen worden. Den also, Hells Angel, ja. Also der ist ja offensichtlich, ja gut, also ja. Wir gehen davon aus. Er war dabei, aus, als fast jemand getötet wurde. So muss man das die sagen. Eiern rum. Ja, nützt ja nichts. Ne? Das ist ja in Stein gemeißelt sozusagen, das Urteil. Da kann man ja nichts sagen. Ja. So, diese drei, das sind ja schwerwiegende Delikte. Es ist ja jetzt nicht so, dass er mal ein Kaugummi irgendwo geklaut hätte oder so. Ne? Und da spürt dann natürlich keiner, dass er irgendwie Stress kriegt mit den Strafverfolgungsbehörden, wenn erst 4 Jahre später die Anklage kommt. Das, was Klaas eben erzählt hat, wo sie da jemand den Arm fast abgehackt haben von der Konkurrenz, das war ja dann noch in der Zwischenzeit. Also ich begehe Straftaten am laufenden Band, möglicherweise ja auch nicht, aber ich bin im Verdacht, diese Straftaten begangen zu haben und werde nicht angeklagt, werde nicht verfolgt dafür. Das ist ein großes Problem und war ein großes Problem der Berliner Justiz. Später ist es ja dann in dem Verfahren, wo du dann angeklagt worden bist, ist es dann mit voller Härte zurückgekommen. Leider zu Kosten natürlich auch der Junge, der dann zu also gekommen ist. Wir glauben natürlich, dass Kadi genau in dieser Zeit gelernt hat, wenn ich es schaffe, Zeugen einzuschüchtern, dann passiert mir nichts. Also das Wichtigste ist, dass die Leute vor Gericht schweigen. Und das haben sie in der Regel bei diesen Prozessen getan. So. Also klassisch, wie auch bei den klaren Verfahren, die es ja auch on hold und aufgibt, da ist ja auch immer der wesentliche Punkt, die Zeugen, die dann halt einfach nicht stattfinden oder stattfinden, dann aber nichts sagen. Mhm. Und das ist bei den Rockern genauso. Also das ist dasselbe Prinzip. Ja. Also das kann Kasper viel besser beantworten. Sobald der Name mit Adresse in den Akten steht, hat man ein Problem. Ja, in dem Fall ist ein Polizist, die sind ja normalerweise kodiert, aber ein Otto Normalo Zivilo, Zivilmensch, der geht dahin mit seiner Adresse, sagt doch, wo er arbeitet im schlimmsten Fall oder muss es sagen, kommt dann auf den Richter dann einfach an, wie genau er es haben, wissen möchte. Und da ist natürlich, überlegst du dir zweimal, okay, ich möchte leben und normal meine Arbeit nachgehen, ohne dass mir jetzt irgendwie in der Sorge zu sein müssen. Man bedroht mich, meine Kinder. Kinder ist noch nie vorgekommen, aber das ist natürlich was, was dann im Kopf vorkommt. Aber so ein Leben möchte man halt nicht. Und dann überlegt man sich zweimal, sage ich was? Wegen 5 Minuten Aufmerksamkeit, mein Leben jetzt irgendwie zu erschweren, nonstop, forever und so. Und dann kippen die halt schnell um und sagen, nee,
Auf dieser Zeit nichts. Damals, muss man ja sagen, basiert ja ganz viel. Also ja. Irgendwie, das ist sozusagen, macht Kadia groß, macht Berlin Centro groß. Und auch das, was wir da hinten an der Wand sehen, dieser Vorfall in Finofurt, hat natürlich auch zum Nimbus von Kadia Padia und seinen Truppen irgendwie beigetragen. Was ist da genau passiert? Also ich sehe eine Menge Blut und ein Auto. Ja, das sind, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsaufnahmen, aber die Aufnahmen haben wir, da sind wir auch weit für gelaufen, bevor wir die bekommen haben. Die sind natürlich original aus den Polizeiakten. Man sieht es hier an den Zeichen der Spurensicherung. Also hier waren Hells Angels nachts unterwegs in Brandenburg und sind dann ausgebremst worden. Das war so 2.45 Uhr, 2.47 Uhr sind die ausgebremst worden von mehreren Autos und sind dann massivst angegriffen worden. Und wenn ich sage massiv, ich meine, man sieht es hier an dem Blut, einer hat die Machete irgendwie vergessen bei der Gelegenheit. Also einer ist so vermöbelt worden, dass eigentlich sein Bein amputiert werden sollte. Gibt es Arztberichte, die wir in den Akten gefunden haben. Also da ist die Kniescheibe zertrümmert worden, da sind die Sehnen abgetrennt worden, die sind längs gespalten worden, die Sehnen. Dann gibt es einen zweiten, der auch schwerst verletzt worden ist. Und einen dritten, das war André Sommer. Ja. Das ist der hier. Da gibt es widersprüchliche Ansagen. Also in den Akten steht, er hätte eine abgebrochene Klinge hinten im Rücken gehabt. Oh. Wir haben André mehrmals gefragt. Er hat gesagt, das stimmt nicht mit der Klinge. Die wäre schon wieder raus gewesen. Also, aber er hatte auch einen schweren Messerstich irgendwie abbekommen gehabt. Und keiner hat von denen natürlich darüber geredet, wer das gewesen ist. Und ich glaube, Klaas Weiß, ist das Haberland? Der, genau. Klaas kann auch schöne Geschichte erzählen, wie das geendet ist. Jedenfalls, also keiner hat darüber geredet. Und es ist aber klar gewesen, die hatten sich, die Hells Angels waren vorher bei so einem Volksfest gewesen, wollten Mädels aufreißen. Und sind dann mit einem von den Chicanos, das ist so ein Supporterverein von den Bandidos gewesen, sind mit so einem Türsteher so ein bisschen ins Gespräch gekommen, und dann hat der wiederum seine Kumpels angerufen und dann kamen immer mehr und dann haben sie die eben da nachts ausgebremst. Genau. Wer war das? Wer ist dafür bestraft worden? Also ein Mitglied der Bandidos Centro um Kadia Padia, dessen DNA hat man gefunden, glaube ich, auf der Machete. Und das war Krille Haberland, das war ein Bio-Deutscher, wie man sagt, der einer der wenigen bei Kadia im Charter, im Chapter, bei den Bandidos sagt man Chapter. Und der ist dafür verurteilt worden vom Landgericht in Frankfurt-Oder. Ich war auch bei dem Prozess und die Strafe ist aber ewig nicht vollstreckt worden. Immer wenn der Haftantritt haben sollte, dann hat er irgendwie angegeben, er habe was mit dem Rücken, er hatte mehrere ärztliche Atteste. Und wir wissen es nicht ganz genau, aber ich glaube, der hat bis heute nicht gesessen. Also das ist 2009 gewesen übrigens. Und wir haben jetzt 2022, bitte mal nachrechnen. Ja? Genau. Also. Das Interessante ist überhaupt, also die haben ja nicht irgendwen angegriffen. André Sommer ist auch wirklich eine Rockerlegende. Mhm. So, und der gehört auch zu einer Gruppierung oder gehört zu einer Gruppierung. Da oben sieht man es auch, Nomads. Die verstehen sich ja auch als Eliteeinheit der Bandidos. Auch Berliner, muss man sagen. Auch, ne? Berliner, ja. Aber die Nomads sind immer so eine Eliteabteilung der Ostberliner. Die Eliteabteilung der Hells Angels, Nomads. Die gibt es auch nur einmal jeweils in den jeweiligen Ländern. Also in Deutschland gibt es nur eine Abteilung, die sich Nomads nennen darf. Und die verstehen sich auch als Eliteabteilung. Also das. Was ist das? Ist das eine ganz krasse Truppe? Also ganz kurz, einen kleinen Cliffhanger will ich noch einbauen. Okay. Sommer übrigens wird es später nochmal erwischen, werden wir auch nochmal hier im Podcast besprechen. 7 Kugeln haben ihn getroffen. Wir wären, na, Kassra vielleicht nicht, aber wir wären, glaube ich, alle tot gewesen, wenn das, was ihm dann später noch widerfahren ist. Mhm. Erzählen wir dann auch später. Ermittler sprechen von einem medizinischen Wunder, dass er diese 7 Kugeln überlebt hat. Mhm. Naja, jedenfalls. Gut, aber nochmal zu den Nomads. War das eine noch krassere Truppe, als ihr das wart? Oder wie? Nee, von der Stand für die Nomads ist ein ganz bestimmt. Die Nomads bekamen immer nur ein ganz auserwähltes Charter, also eine bestimmte Gruppe von den Hells Angels. Und Nomads war so. Das war so das Nonplusultra in der Charter-Namensgebung bei den Hells Angels. Und ich weiß noch, würde ich gerne noch was dazu sagen, was du gerade gesagt hast, was vollkommen richtig ist. Kadir war immer ein Groll, dass die Nomads waren in Berlin. Also André Sommer, ich sagte, was für eine Verschwendung, so eine Wichser. Und sagte, Schande, dass diese den Namen Nomads tragen, die müssten eigentlich wir kriegen. Also so war, das hat auch ganz offen kommuniziert bei uns. Also die waren sowieso sich nie grün gesonnen. Es war so ein Agreement, aber Thema Nomads, Kadir war das. Ist ja auch ein kleiner Kulturkampf. Ich meine, da trifft ein Ostberliner Hooligan, der sozusagen zwei große Interessen im Leben hatte. Als Hooligan, als BFC-Hooligan, als Ostberliner irgendwie anderen Leuten
auch mal gerne auf die Fresse hauen und irgendwie Hells Angels zu sein und Nomads zu sein. Mhm. Und da eben Cardia Padia, der sozusagen aus diesem migrantischen Milieu, aus diesem kriminellen Milieu groß geworden ist mit seiner Truppe, oder? Ja. Ich habe André auch so kennengelernt. Ich hatte jetzt nicht viel mit ihm zu tun. Er ist mal sehr für sich gewesen. Aber wir hatten schon Kontakt so ein bisschen auf Fatis, hallo, hallo und zwei, drei Worte. Das war es aber noch. Das war mal so meine Wahrnehmung, dass er schon so einen gewissen Wertekanon hatte. Also auch innerhalb der Struktur. Also er war so ein Typ, der schon so seine Richtlinien hatte, die er macht und die seine Grenzen hatte und die überschreitet er nicht. Deswegen hat das auch relativ gut funktioniert bei denen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber so war das halt. Ja, ich bin Hells Angel geworden, weil ich hier das vorfinde, was ich mir unter dem Leben vorstelle. Der Lifestyle Hells Angels. Hat mich interessiert, habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, mich hier vorzustellen in diesem Club. Habe genau das vorgefunden, was man sich wünscht, eine Bruderschaft, Menschen, mit denen man das Leben teilt, das Freizeit, Vergnügen, alles, was dazugehört. Deswegen habe ich mich entschlossen, als Angel zu werden. Und Cardio war das Charter bei uns so, und gerade Cardio war so, ohne richtige Verlust, es gibt keine Regeln, weg. Es gab keine roten Linien, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, und das war mein Gefühl, bei anderen gibt es das. Ja, also auch in dem Charter und damals gab es ja noch Reik Freitag und so, das war so ein Duo. Nochmal zu Krille Haberland, der für diesen Angriff in Finufurt maßgeblich verantwortlich ist. Der hat später mal auf Mallorca als Bandido Hells Angels abgestochen. Ich glaube, aus Bremen kamen die. Ich glaube, in der Disco auf Mallorca. Der ist in Spanien ins Gefängnis, als Bandido ins Gefängnis gegangen und ist als Hells Angels rausgekommen. Wie ist das denn? Ganz einfach. 2010, womit niemand gerechnet hat, was für die Ermittler auch eine totale neue Sache war, ist Cardia Padia mit seinem gesamten Chapter der Bandidos rübergewechselt zu den Hells Angels. Das war damals eine taktische Geschichte der Hells Angels. Die Hells Angels in Berlin, die waren so unter Druck, dass das Charter... Die waren Game Over. Die waren Game Over. Das Charter von André Sommer hat richtig gelitten. Leute sind da ausgetreten, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diese massive Gewalt von Cardia Padia und seinen Bandido-Leuten hatte. Okay. Die wollten einfach nicht mehr. Die haben gesagt, das waren ja teilweise auch schon etwas lebensältere. André Sommer ist 20 Jahre älter als Cardia Padia und seine Jungs um ihn herum natürlich auch. Die hatten keinen Bock mehr noch schwerst verletzt zu werden, auch wenn sie irgendwie 50 sind. Die wollen nicht irgendwie den Rest des Lebens ohne Beine rumlaufen, so ungefähr. Dieses Charter von André Sommer war mächtig unter Druck und Ermittler sagen, die waren eigentlich fertig mit der Welt. Die haben sich überlegt, die Polizisten, wird es die Hells Angels in Zukunft in Berlin noch geben? Cardia Padia war kurz davor, mehr oder weniger die Hells Angels in Berlin zu besiegen. Mhm. So. Und genau in dieser Phase, 2009, 2010, wechselt Cardia Padia von den Bandidos zu den Hells Angels und die Hells Angels um André Sommer machen mit, weil sie eigentlich Game Over waren. So, also selbst wir waren damals echt... Das war eine politische, clubpolitische Entscheidung. Wir waren echt geplättet damals, ja, als das passiert ist, oder? Wir hätten auch niemals damit gerechnet. Auch die Polizisten haben niemals damit gerechnet. Die neuen Brüder, die jetzt hier in der Stadt sind, haben sich entschlossen dazu, Anfang des Jahres sich diese Charta anzuschließen. Und ich befürworte die Sache, ja. Ich frage mal ganz konkret, also was man so liest und von der Polizei hört, und da heißt es ja, dass sie zum Beispiel letztes Jahr im Sommer in Finufurt verletzt wurden. Und dabei sollen unter anderem auch eventuell Leute von Bandido Centro dabei gewesen sein. Ist es dann nicht irgendwie komisch, dass Sie das dann befürworten, dass Sie beitreten? Dazu gibt es keinen Kommentar. Das war auch ein Ding, das gab es vorher noch nicht und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Weil Cardia Padia als der größte Feind der Hells Angels Hells Angels wird und sofort den Member-Status bekommt. Mhm. Das eigentlich nach den Regeln der Hells Angels nicht geht. Die haben ihre Regeln gebrochen, um weiter in Berlin existieren zu können. Zumal man ja auch wissen muss, inwiefern sie die Hells Angels attackiert haben. Ja, genau. Da ging es ja wirklich um was. Da sind ja Menschen fast gestorben auch. Ne? Also, ja klar, ich meine, wir hatten eben irgendwie den mit dem, der hat seinen Arm fast verloren, der Ingo Sommerfeld. Hier bei der Geschichte hat einer fast das Bein verloren. Also wir haben ja Zeugen befragt. Ich glaube, du hast ihn damals interviewt. Ne? Den Zeugen befragt, der schildert da, wie das da in der Nacht war. Da lagen die da auf der Erde, hatten sozusagen, sind gerade so mit dem Leben davongekommen, zertrümmerte Kniescheibe, Sehne längst geschnitten und sonst was alles. Und dann sagt irgendeiner, die kommen zurück und kommen zurück. Und das schildert der Zeuge bei dir im Interview. Das habe ich mir nämlich nochmal angeguckt. Und sagt irgendwie, selbst der, dem sie fast das Bein ist quasi abgewiesen. Das hing nur noch so. Selbst der schaffte dann noch, sich in so eine dunkle Ecke zu setzen, um da zu überleben. Ja, also hier stand ein total verdoppeltes Auto, die so in Ohnmacht gefallen sind. So. Die waren ziemlich schwer verletzt. Bei den Ehen war eine Bein fast abgetrennt. Und der andere hat eine ziemlich schwere Brustverletzung gehabt. Der hat ziemlich stark geblutet.
So, das sind also schon mal Sommers Leute ja gewesen. Sommer war dabei. Dann die Geschichte mit Fähnrich, mit der Kutte. Ne? Also da kam dann eins zum anderen. Dann diese ganzen kleinen Scharmützel. Gab es nicht auch eine Schießerei da in der Streustraße? Da hat ja nicht mal irgendjemand mit... Das war später. Dass die Hells Angels das gemacht haben, das habe ich jetzt verstanden, warum. Mhm. Aber warum hat Kadir Padia das gemacht? Warum ist er gewechselt? Weil ich kenne die Geschichte gut, die hat er uns damals erzählt. Er war immer dran... Bin ich jetzt gespannt. Ja, das war immer ein Anliegen zu erzählen, wie das war und so. Er hat immer so seine Geschichtsstunden gehabt, so wenn wir mal so länger beim Café saßen, was ja oft vorkam. Also es gab damals intern bei den Medizis viele Probleme, bei den Nationals und so, da ist die Struktur, muss ich Klaas ein bisschen widersprechen. Bei den, die Hells Angels sind offiziell anders strukturiert und anders aufgebaut als die Bandidos. Bei den Bandidos ist es klar, Hierarchie, Pyramidensystem. Es gibt Nationals, dann gibt es die ganze Zeit, das arbeitet sich so runter. Und da ist es ganz klar. Da gibt es dieses One Man, One Vote nicht. Und Hells Angels ist halt demokratisch aufgebaut. One Man, One Vote. Es gibt keine Überhierarchie. Es gibt halt Officers, aber die haben nicht mehr zu sagen bei Abstimmung als die Member, etc. Und da war das halt so. Intern gab es Unstimmigkeiten. Das lief nicht so, wie er wollte. Er mochte die nicht. Es gab Leute, die dann angefangen haben, Politik gegen ihn zu machen. Und das wollte er alles nicht. Es gab auch krasse Auseinandersetzungen mit diesem Eastgate in der mit Heinze. Genau. Da gab es auch fast eine Schlägerei auf einer Party. Das haben die mir damals erzählt. Innerhalb der Bandidos. Ja, da gab es einen Machtkampf. Die Deutschen, Altdeutschen hatten keinen Bock auf die. Die natürlich auch keinen Bock auf die und dementsprechend hat sich da keiner irgendwie was geschenkt und dann ist es fast bei einer großen Veranstaltung, bei einer Party, Eastgate, da ist es da zu einer Massenschlägerei gekommen, es gab Auseinandersetzungen und so hat sich das dann entwickelt. Dann hat er, ich habe keinen Bock mehr auf die und er war sowieso immer ein Fan Hells Angels, das weiß ich, das hat er selbst erzählt, er sagt, er hat zu Hause immer gesessen an seinem Internet oder an seinem Telefon, hat so die Hells Angels verfolgt und hat immer gesagt, ja, ich finde das Patch so geil und die sind sowieso viel geiler und ich finde dieses ganze Aufmachen viel cooler und so, hat er mal so erzählt, weiß ich noch. Und die Szene ist mir noch gut in Erinnerung. Und so war er sowieso dann pro Hells Angels, da gehe ich hin. Es gab ja noch andere Clubs, Mongols und Outlaws und Gremium, wie sie heißen. Und die waren halt die Nummer eins. Und so ist dann der Übertritt aus seiner Perspektive. So hat sich das dann entwickelt. Ja. André Sommer war meiner Meinung nach immer klar, von wem, wo die Angriffe kamen. Und er wurde ja jetzt nicht wenig verletzt, so wie ich es jetzt mitbekomme. Ich weiß es auch. Und auch seine Jungs wurden ja nicht, die sind nicht verletzt. Und die waren Game Over. Klaas sagt, die waren kurz davor, die waren tot. Mhm. Also die konnten nicht mehr aus dem Clubhaus raus. Das weiß ich aus Erzählung von den Jungs. Über sowas waren die ihm relativ ehrlich. Und das war ja auch klar, nachdem was da alles passiert war, die haben einfach Angst. Dann kam der Übertritt. Klar, musste man machen politisch. Da war, glaube ich, für André Sommer Nomads nie wirklich gewollt. Aber, also vom Herzen. Aber man hat es gemacht, weil man A, wieder Club leben wollte und B, einfach für den Club besser war. Und dann war die Frage, weil du kannst nicht als komplettes zu den Regeln sein, du kannst nicht als komplettes Charter als Member zum Member wechseln. Das heißt, vom Bandidos-Member zum Hells Angels-Member werden. Das ist zum Beispiel bei Krischer Wobe dann später, die sind als Prospect-Charter geworden, aber anderes Thema. Du musst als Prospect-Charter übertreten. Das heißt, alle werden degradiert zur Zweitstufenanwärter, also Prospect, und werden dann erst Member. Mhm. Und es gibt immer ein übergeordnetes Charter, die für die zuständig waren. Und da stand im Raum, das sollen die Nomads machen. Oh. Und da hat Kadi gesagt, verpisst euch, mache ich niemals. Den Opfer, den nehmen wir nicht mehr ernst, die haben wir so Game Over gemacht, so haben sie es mir erzählt. Ah, das wäre großes Kino geworden. Das machen wir nicht. Wenn André Sommer der Patenonkel von Kadi Apadi geworden wäre. Genau, okay, so ungefähr. Ja, das machen wir nicht, weil die hätten die niedergemacht. Also André Sommer hätte sich mit Sicherheit an den abgearbeitet, mhm. Prospect-technisch. Er ist ja sowieso oldschool, das heißt nochmal eine ganz andere Auffassung, was Prospect angeht. Und mit der Geschichte, da wäre nicht glücklich geworden. So. Man hat einfach neue Regeln gefunden. Genau, und so ist man das einfach umgegangen. Es war rein politisch. Frank Kahnroth hat damals eine wesentliche Rolle gespielt. Potsdam, die Jungs gibt es, glaube ich, teilweise gar nicht mehr. Ich glaube, Christopher ist schon lange raus, der war zu meiner Zeit schon raus. Genau, und so war das dann auch gerade nochmal mit Kadir. Also es war kurz davor, dass Kadir sogar ihm untergeordnet war bei den Hells Angels Strukturen, aber das war ein No-Go, deswegen dieser ganze Switch dann Türkei und so, weil es macht eigentlich sonst gar keinen Sinn. Ja. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir die Akte und erfahren in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Genau. Ich stoppe die Aufnahme.